Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier bei Football Manager 2019 mit Xavier Genf und Kai Illip. Wir spielen gegen Lugano, die momentan auf dem letzten Platz sind. Wir haben insgesamt 21 Punkte Unterschied. Wir sind favorisiert und werden versuchen, das auch dem gerecht zu werden. Wir spielen zu Hause, das heißt, wir werden offensiv spielen. Wir gehen direkt mal in die Teamauswahl. Genau, wir gehen von kontrolliert wieder auf offensiv. Zu Hause spielen wir, wenn es geht, immer offensiv. Ansonsten müssen wir dann auch irgendwie was wechseln. Wir nehmen mal O'Hara wieder mit in die Auswechslung gegen Kemmen. Und ansonsten, ja gut, der ist noch nicht ganz fit. Lassen wir das jetzt erstmal so, wie es ist. Genau. Wir gehen so ins Spiel rein. Ich bin gespannt. Und gute Dinge. Wir versuchen hier wieder direkt Druck aufzubauen, hier zu Hause gegen Lugano. Und ja, es gibt auch jetzt schon, ihr wisst ja hier in der Schweiz, das war ja schon in der letzten Saison so, dass am Ende des Jahres, und wir sind jetzt im Dezember hier in dem Spiel, dann werden ja die Top-Spieler des Jahres ausgewählt. Das wird ja nicht so jede Saison so gemacht, sondern es geht ja immer um das Jahr insgesamt. Und wir haben beim Talent des Jahres 2021 drei Kandidaten dabei. Und zwar einmal Nico, Rebello und Kunstic. Also gute Chancen, dass da einer von denen gewinnt. Bin ich mal sehr gespannt. Wäre sehr, sehr schön. Wir sind aus gutem Grund Favorit. Geht da raus und sorgt dafür, dass sich keiner fragt, warum das so ist. Genau. Ja, erstmal richtig übertrieben hier Motivation zuschieben, aber ist schon in Ordnung. Wir wollen hier klar gewinnen. Wir wollen offensiv spielen. Wir wollen Druck aufbauen. Und unsere derzeitige Situation unterstreichen. Na, Google versucht da vorbeizukommen, hat nicht geklappt. Oh, die bauen hier Ballbesitz auf. Nee, das gewinnen wir schon wieder. Das sind ja auch erst nur 3 Minuten vorbei. Und Arrigoni hat da seine 4. gelbe Karte bekommen. Na, jetzt haben wir Ballbesitz. So, und Nico macht das sehr, sehr stark. Da haben wir Boaki, Ferreira, da haben wir Arrigoni. Nico. Oh, läuft da schön rein. Boaki schießt auch nochmal. Ockels bringt den Ball rein. Oh, jau. Habt ihr die Parade gesehen? Meine Güte. Naja, Eckball. Arrigoni, da haben wir Rebello, der schießt da. Ich hätte da vielleicht abgespielt. Arrigoni, da haben wir Rebello. Spiel zurück auf die Sasi. Meine Güte, das war eine heftige Parade. Hätte ich ja im Leben nicht mitgerechnet. Wir werden sie mal wieder ein bisschen anstacheln, weil wir Kreativität fordern. Sie sollen ihren künstlerischen Freiheiten freien Lauf lassen. Wenn Nico, Arrigoni, Nico, Rebello versucht zu schießen. Und jetzt haben sie eine Kontermöglichkeit. Ja, Kunstic hat das gut gemacht. Ja, sehr schön. Ja, wir sind auf jeden Fall hier überlegen. Also die Spielanteile sind ganz klar. Wir müssen halt jetzt nur noch die Tore dafür machen. Wir verschaffen uns ja auch Respekt, weil wir ja halt eben hart reingehen. Wir haben, glaube ich, in der ganzen Liga die meisten Fouls gemacht. Das heißt, die haben schon Respekt, wenn die überhaupt nur unseren Platz betreten. Okay, erste Hälfte ist vorbei. Also gleich vorbei. Ja, jetzt ist es vorbei. Wir haben alle Anteile. Wir müssen halt eben jetzt nur noch das Tor machen. Wir stacheln sie nochmal an. Wir sind der Favorit hier, also raus mit euch und liefert eine Leistung ab, die die Fans anstachelt. Genau. Ging genau so rein. Und ja. Wir fordern mal nochmal Kreativität. Ja, Eckball, Arrigoni, Gori, da haben wir Rebello, Nico, Arrigoni. Bringt den Ball nochmal rein, aber Nico, ja gut. Wir wechseln mal. Wir holen Arrigoni raus, weil er eine gelbe Karte hat gegen O'Hara. Und Nico lassen wir noch drin.
Aber bei Arrigoni sehe ich halt eben sehr hohe Gefahr auf eine gelb-rote Karte. Über Boaki, Gori wird da abgegrätscht. Ein langer Ball nach vorne. Die Sasi macht das gut. Da haben wir Nico. Ockels. Schön auf Rebello. Rebello wird schießen. Oh. Ja, der hat einen strammen Schuss drauf. Ja, nochmal Einwurf. Kunstic. Da haben wir O'Hara. Schön auf Ferreira. Ferreira zieht da rein. Ockels. Ockels. Oh. Ja, der hätte hier beinahe wieder den Robben gemacht. Das war übrigens hier in der Liga das Tor des Monats geworden. Das eine. Okay, wir wechseln nochmal. Wir nehmen Nico raus für Russo und wir bringen Castanos für Boaki. Und fordern dann gleichzeitig nochmal nach vorne drücken. Weil das Spiel hier müssen wir eigentlich gewinnen. Ja, und vielleicht noch einmal Kreativität können wir fordern. O'Hara mit dem Freistoß. Baumann hat den Ball gehalten. Ja, aber die eine Parade, die war einfach nur krank gewesen. Das war nichts mehr, nichts mehr Menschliches, wie er den gehalten hat. Das war schon sehr, sehr krass. Okay, ich habe gerade gesehen, bei den Gegnern war einer gewesen, der hatte die Körpersprache verlassen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Der tut mir irgendwie leid. Oh, Ockels! Oh mein Gott! Was haben wir da für einen Typen geholt? Schaut euch das mal bitte an, wie er den Ball da annimmt. Und einfach reinhaut. Ohne Respekt. Überhaupt gar keine Gedanken drüber machen, wie sich da vielleicht der gegnerische Torwart da fühlen würde nach so einem Schuss. Nö, einfach respektlos den Ball so annehmen und dann volle Kanne reinhauen. Oh Mann, ja, da muss ich ein bisschen lachen. Das tut mir ja leid für den Torwart. Aber das ist schon ziemlich hart. Okay, der pfeift nicht ab. Ja, langer Ball, aber Kunstic passt auf. Isik, Disasi, O'Hara. Könnte eigentlich abpfeifen. Rebello. Das machen die ganz locker. Gori. Ja, Spiel vorbei, 1-0 gewonnen, aber wir waren sowas von überlegen. Haben zwar am Ende nochmal ein bisschen Ballbesitz verloren, aber das ist sowas von egal. Ja, das ist schon ja, leidenschaftlich. Ein sehr schöner Sieg. Gut gemacht. Ja, was will man dazu sagen? Wir hätten einfach nur die Möglichkeiten eher nutzen sollen. Wir bleiben damit erstmal Dritter, 2 Punkte Abstand zum Zweiten und schon 5 Punkte Abstand zum Vierten und vor allem, ja, 23 Punkte zum Neunten. Es sind noch 3 Punkte und dann haben wir die letzte Saison wettgemacht, was die Punkte auf jeden Fall angeht. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir zum Spiel gegen Luzern. Wir sind leicht favorisiert oder sogar sehr stark favorisiert. Also wir sind favorisiert, sagen wir es so. Und das ist das letzte Spiel vor der Winterpause. Also sehr, sehr interessant. Wir schauen mal, wie wir abschneiden werden. Wir werden auf jeden Fall unabhängig von den Ergebnissen auf dem dritten Platz überwintern, was sehr, sehr schön ist. Ein schöner Erfolg. Wir gehen direkt mal in die Teamauswahl rein, denn es gibt noch ein paar Sachen, die ich sagen muss. Nico hat einen neuen Vertrag unterzeichnet. Waren sehr, sehr schwierige Verhandlungen. Seine Ausstiegsklausel ist von 5,2 Millionen auf 6 Millionen angestiegen. Mehr war da nicht drin. Das war vom Berater schon vorher eingestellt worden. Mehr war da nicht möglich. Er verdient jetzt ein bisschen mehr als vorher, aber nicht wirklich viel. Und ansonsten haben die nämlich über die Medien ein bisschen Stress gemacht, denn Ingolstadt hat Interesse an Nico. Und die wären bereit, über 4 Millionen für den hinzubezahlen, also zu bezahlen. Ich werde natürlich alles tun, damit wir ihn nicht verkaufen. Wir wollen gern länger halten. Aber natürlich kann ich nichts machen, wenn da Stress gemacht wird und der will dann unbedingt weg oder irgendwie sonst was.
Mal schauen. Die Ausstiegsklausel allerdings gilt nur für Vereine, die in internationalem Geschäft sind. Und Ingolstadt gehört dazu nicht. Deswegen werde ich alles Mögliche tun, für den Fall der Fälle einen akzeptablen Preis zu bekommen. Aber ich werde natürlich alles dafür tun, damit wir ihn nicht verlieren. Aber ja, das ist halt eben das Schicksal eines Ausbildungsvereins. Okay, wir müssen Arrigoni ersetzen. Dafür nehmen wir O'Hara mit. Arrigoni tauschen wir gegen Royer. Isik tauschen wir dann gegen, ja, Ola Sagasti, weil Royer noch nicht ganz fit ist. Dann holen wir den gleich wieder raus. Hier machen wir Kemmen hin und Royer tauschen wir gegen Moulay. Genau. Ansonsten gehen wir so ins Spiel rein. Offensiv, wir spielen heim. Also zu Hause ist das letzte Spiel in der. Ja, in der Hinrunde quasi, auch wenn es hier keine richtige Hinrunde oder Rückrunde gibt, aber dennoch. Ja, die stehen schon relativ defensiv da. Aber okay, wir sind da nochmal leidenschaftlich. Ja, zeigt den Fans, was sie von uns erwarten. Wir haben auch wieder einen Rekord aufgestellt. Die meisten Spiele ungeschlagen. So viele Spiele ungeschlagen haben wir noch nie gehabt mit dem Verein. Das wollen wir gerne fortsetzen. Ja. Wir schauen mal. Wir haben momentan eine Jobsicherheit von 96%. Ich glaube, das ist ziemlich hoch. Okay. Rebello. Da haben wir Kunstic. Die Sasi. Ja, wir haben natürlich jetzt zwei Innenverteidiger, die jetzt noch nicht so viel gespielt haben. Da haben wir Nico, Ockels, Ferreira bringt den Ball rein. Boaki köpft ihn rein. Schöne Kombination. Das war schön gemacht. Kann natürlich sein, dass jetzt Nico noch motivierter ist, weil er einen neuen Vertrag unterzeichnet hat. Das kann gut sein. Ansonsten ja, nochmal ein Eckball. Schön reingebracht. Rebello. Ah, oh, das war doch ein Foul, aber egal. Boaki. O'Hara macht ihn rein. 2-0. Nach 4 Minuten. Geht schnell los. Ockels steht auch vor einem Rekord. Er ist 5-mal Spieler des Spiels geworden. In seinen 10 Spielen, die er für uns gemacht hat, wo er 9 Tore geschossen hat. Und sollte er noch ein weiteres Mal Spieler des Spiels werden, dann hätte Ockels einen Rekord aufgestellt für die meisten. Ach, wir können noch Zweiter werden? Okay, das habe ich gar nicht mitbedacht. Okay. Aber Dritter sind wir auf jeden Fall. So, Gori bringt den Ball rein. Boaki. Eieiei. Boah, die sind richtig motiviert. Die machen richtig Stress da. Okay, Freistoß. Ja, Custodio ist gefährlich. Er kann das. Oh, Gori mit dem Foul. Wir haben Vorteil gehabt. Sörensen. Custodio, Kvilja. Ah, gut gehalten von Boucher. Und jetzt vielleicht eine Kontermöglichkeit. Gori. Ockels ist da links ganz frei. Der hat da sehr viel Platz. Ja, Boaki. Ah, wurde leider aufgehalten. Wir fordern mal nochmal Kreativität. Aber das haben die jetzt schon ganz gut gemacht in den ersten paar Minuten. Direkt die Chancen genutzt, die sie da bekommen haben. Ah, da haben wir Ockels. Spielen den Ball nach vorne. Oh, wir haben Freistoß O'Hara. Ein guter Versuch. Hat ja auch sein erstes Saisontor gemacht, weil er da mehr oder weniger Nutznießer war und im richtigen Moment da war. O'Hara bringt den Ball rein. Ja, Ola Sagasti spielt auf die Sasi. Haben wir Kunstic. Rebello, Nico. Rebello. Schön auf O'Hara. O'Hara läuft rein, schießt. Oh. Kein schlechter Versuch. Das ist auf jeden Fall, also wie gesagt, diese Saison läuft wesentlich besser als die ganzen anderen Saisons davor. Rebello, O'Hara. Aber hier haben wir auch einen klaren Plan. Wir hatten von Anfang an gewusst, was wir machen wollen. Das ist eben der Unterschied. Oh, Nico, schöner Ball hier auf Ockels.
Ockels bringt die Flanke rein. Boakye köpft ihn rein. Sehr schön. Ockels mit seiner ersten Vorlage. Boakye, der rastet jetzt erstmal richtig aus. Sein zweiter Treffer schon. Und schöner Ball von Nico, der hier gesehen hat, dass Ockels da sehr viel Freiraum hat. Die loben wir erstmal. Erste Hälfte gleich vorbei. Das machen die richtig gut. Ja, da sind wir leidenschaftlich. Ich bin sehr zufrieden mit der aktuellen Leistung. Weiter so, Jungs. Ja, da kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Gehen die zweite Hälfte. Ja, versuchen direkt anzugreifen. O'Hara grätscht das richtig gut ab. Der wird ja quasi so hinter Arrigoni aufgebaut, wie halt eben ein Ausbildungsverein funktioniert. Also wie gesagt, wir haben hier einen klaren Plan und es funktioniert. Und es ist schön zu sehen, dass es funktioniert. Ja, da kommen mir die Tränen. Oh, das war ein starker Pass. Oh, an die Latte, das war schwierig. Na, Ferreira. Haben wir Ockels. Schön auf Ferreira, da haben wir Nico. Nico schießt an den Pfosten und dann hat der Torwart den Ball nochmal gekriegt. Verteidigung steht wieder 1A. Oboaki ist leicht verletzt und auf der anderen Seite hat sich jemand schwer verletzt. Ich glaube, die sind zusammengeprallt. Ich hätte ja schon gern, dass er die Möglichkeit hat, einen Hattrick zu machen, aber ich will nicht haben, dass er sich schwer verletzt. Deswegen nehmen wir ihn auf jeden Fall raus. Wir bringen Castanos rein. Der trainiert momentan alle, also die ganze Zeit hier auf dieser Position als falsche 9. Der hat auch die Werte dafür. Von daher sollte das kein Problem sein. Na, Ferreira, da haben wir O'Hara. Schön auf Kunstic. Kunstic aus der zweiten Reihe. Gibt nochmal Eckball. Na, Ferreira bringt den Ball rein. Da haben wir Nico. Na, wieder abgeprallt, gibt wieder Eckball. Na, Ferreira. Dann wäre Nico. Ferreira versucht da nochmal reinzuflanken, gibt wieder Eckball. Ja, so. Und da kommt der Ball ganz gut rein. Rebello. O'Hara, Nico, O'Hara. Oder Sagasti, da haben wir O'Hara, Disasi. Das machen die schon ganz schön stark. Die sind da sehr konzentriert, motiviert, zuversichtlich, ruhig, gelassen. Die sind nicht überheblich oder irgendwie sonst was, sondern die wissen, die müssen dann noch weiter aufpassen und nicht zulassen. Und dürfen nicht zulassen. Wir machen noch einen Wechsel. Wir bringen mal Kemmen rein für Ferreira, weil der schon gelb hat. Und Gori holen wir für Jock raus. Kriegen die jetzt auch nochmal die Möglichkeit hier mitzuspielen. Also wir sind da sehr, sehr überlegen. Wir machen das sehr, sehr gut. Ja, loben, 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 loben. Aber das muss man auch mal machen. Weil das ist eine Steigerung also im Vergleich zur letzten Saison, das ist schon enorm. Spiel dürfte gleich vorbei sein. Na, letzten Sekunden. Na, O'Hara. Oder Sagasti, da haben wir Ockels. Nochmal schön lang auf Jock. Gut ins Spiel reingebracht. Der versucht nochmal reinzuspielen. Ockels kommt aber nicht mehr dran. Spiel müsste jetzt gleich abgepfiffen werden. Lässt sogar noch. Nein, lässt er nicht. Sehr schön. 3-0 gewonnen. Sehr souverän. Damit haben wir in der Hinrunde in Anführungszeichen nur eine einzige Niederlage gehabt. Und das war auch ein knappes Spiel gewesen. Und das ist schon eine super starke Leistung. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung. Na, das ist ganz schön. Oh, wir sind sogar Zweiter.
Wir sind also vor Basel, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir haben jetzt so viele Punkte wie am Ende der letzten Saison und die Saison davor. Also, das ist schon ordentlich, würde ich sagen. Okay, gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das war's von eurem Kompass Bambuso.